Mini-LED, OLED, Mini-LED. Das ist die Reihenfolge der neuen Fernseher bei Sony. Und dazwischen schieben sich auch noch ein paar Modelle aus 2023 und 2022. Hallo, hier ist Fitos von hifi.de. Ja, ich konnte bereits einen Blick auf die neuen Geräte werfen und in diesem Video erfahrt ihr alles Wissenswerte über das 2024er Heimkino-Lineup von Sony. Also von den neuen Fernsehern über neue Soundbars bis hin zu QD OLED und einem Nachfolger der HTA9. Wenn euch das interessiert, dann abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, damit wir euch weiter mit den wichtigsten Neuigkeiten über Fernseher, Soundbars, Kopfhörer und Co. versorgen können. Die Home Entertainment Sparte bei Sony ist im Umbau. Es gibt eine neue Marketingstrategie mit neuen Namen für die neuen Fernseher und die haben zum Teil auch wirklich gut klingende Verbesserungen bekommen. Es soll bei den neuen Fernsehern mehr um die Zielgruppe und deren Content gehen, als wirklich um die verbaute Technologie. So sollen potenzielle Käuferinnen und Käufer direkt wissen, welcher Fernseher für sie passt, ohne sich dafür einlesen zu müssen. Also so ist zumindest die Idee. Daher heißen jetzt alle Geräte nur noch Bravia mit einer Nummer. Aber keine Angst, Sony hat gesagt, sie schreiben noch dazu, welches Display verbaut wird und es gibt ja noch uns. Außerdem wurde die Fernsehersparte mit der Home Entertainment und Soundbar Sparte zusammengelegt. Und das sieht erstmal echt vorteilhaft aus, aber ich greife vorweg. Das neue Flaggschiff unter den Fernsehern ist der Bravia 9. Und nein, das ist kein OLED, sondern ein 4K Mini-LED-Fernseher. Der kommt mit dreimal so vielen Dimming-Zonen und soll 50% heller sein als ein X95L. Dazu hatte Sony auch eine Demo vorbereitet, an der man den Unterschied der Hintergrundbeleuchtungen von X95L und Bravia 9 sieht. Gleichzeitig verbraucht er aber deutlich weniger Strom, rund 20%, weil er einfach effizienter geworden ist als sein Vorgänger. Auch das hat Sony im direkten Vergleich gezeigt. Es gibt außerdem ein neues Eco-Dashboard und die Fernbedienung hat nicht nur einen verbauten Akku, den man via USB-C aufladen kann, sondern wird auch aus recyceltem Material hergestellt, was man dann auch an der Farbe des Kunststoffs erkennen soll. Soundtechnisch gibt es beim Bravia 9 jetzt zusätzlich nach oben gerichtete Lautsprecher für ein 2.2.2-Kanal-Setup und natürlich weiterhin das Acoustic Multi Audio Plus. Zudem gibt es einen neuen Voice Zoom 3, der noch klarer Stimmen isolieren und verstärken können soll. Leider wird der Bravia 9 nur in 75 und 85 Zoll in Europa erhältlich sein. Das 65 Zoll Modell gibt es nur in den Vereinigten Staaten. Wahrscheinlich liegt das an der, auch vom Preis her, sehr harten Konkurrenz von OLED-Fernsehern in der Größe. Und wenn wir gerade von OLEDs sprechen, der Bravia 8 ist ein OLED, der vor allem flacher geworden ist als sein Vorgänger A80L. Wie dieser Vorgänger wird aber auch der Bravia 8 nur ein normales WRGB-OLED-Panel haben. Ja, und dann ist noch der Bravia 7 neu. Das ist wieder ein LCD-Fernseher. Quasi ein Nachfolger des X90L, nur eben mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und somit 8-mal so vielen Dimming-Zonen und auch mit XR-Backlight-Master-Drive-Ansteuerung, bekannt vom X95L. Es gibt ihn in vier Größen von 55 bis 85 Zoll. Allerdings wird man den 55 Zoller in Europa nur im Vereinigten Königreich bekommen. Vielleicht noch eine Sache, die man dann wirklich in Aktion testen muss. Einen Filmmaker-Mode gibt es bei Sony immer noch nicht. Aber neben den kalibrierten Modi für den Sony Core Streaming-Dienst und Netflix kommt jetzt auch noch ein Prime Video Calibrated Mode hinzu. Und der kann theoretisch sogar noch mehr. Denn der soll das Bild nicht nur an die Umgebung, also Lichtverhältnisse im Raum, anpassen, sondern auch an die Art von Content, die man gerade schaut. Beispielsweise eben Fußball oder Kinofilm am Abend. Über genau sowas habe ich ja gerade erst
unabhängig von Sony, mit Florian Friedrich gesprochen. Das Video verlinken wir auf jeden Fall in der Beschreibung und ich bin echt gespannt, ob dieses Feature im Alltag dann auch was taugt. Nur warum ist ein Mini-LED-Fernseher an der Spitze des Lineups? Naja, also es gibt ja auch noch den QD-OLED A95L. Und Sony legt Wert auf die Information, dass sie keiner Display-Technologie den Rücken kehren. Anfangs hatte ich ja erwähnt, dass auch noch 2022er Fernseher im aktuellen Lineup sind. Deswegen gehe ich es jetzt einmal von oben nach unten durch. Es geht los mit dem Bravia 9 in 75 und 85 Zoll. Danach der A95L in 55 und 65 Zoll. Dann kommt der Bravia 8, also der neue normale OLED. Dann der A90K aus 2022, denn das ist der einzige OLED, den Sony in 42 und 48 Zoll im Angebot hat. Es folgt der Bravia 7 vor den günstigeren 2023er LCD-Fernsehern X90L, X80L, X75WL und W800. Dass ältere Fernseher weiterhin noch im Lineup sind, finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Nur durch die neue Strategie bei den Namen kann es etwas verwirrend sein. Anfangs hatte ich ja erwähnt, dass die TV und die Home Entertainment und Soundbar-Sparte zusammengelegt wurden. Und das sieht man vor allem im Design. Passé sind die verschieden designten Standfüße, wo es ja bei Sony wirklich spannende in den vergangenen Jahren gab. Denn die Fernseher haben jetzt alle die optisch gleich aussehenden, eher langweiligen Standfüße, die sich aber jeweils in vier verschiedenen Positionen anbringen lassen. Und die hohen Positionen sind jetzt genauso hoch, dass die neuen Soundbars Bravia 4 Tabar 8 und 9 perfekt drunter passen. Und die Soundbars haben dafür sogar Standfüße im Lieferumfang, die eben marginal höher sind als die der Fernseher, sodass das wirklich gut klappt. In der Praxis sieht das einfach gut aus, wie aus einem Guss. Meiner Meinung nach ist das, zumindest optisch, von allen Fernsehherstellern bis jetzt am besten gelöst. Die Bar 9 beerbt die HTA 7000 und die Bar 8 die HTA 5000. Beide haben jeweils zwei Speaker mehr verbaut als die Vorgänger und sind deutlich geschrumpft, vor allem in der Höhe und Tiefe. Nur die optionalen Rears und Subwoofer, die man noch ergänzen kann, sind die alten. Hier kommen hoffentlich nächstes Jahr neue Ergänzungen im neuen Sony-Stil. Die HTA 9 hat auch einen Nachfolger bekommen, nämlich die Bravia 4 Quad. Die besteht immer noch aus der Box, die man mit dem TV verbindet, und vier Lautsprechereinheiten, die jetzt aber quadratisch ausfallen und deutlich unauffälliger wirken. Diese Boxen kann man auch wahlweise aufstellen oder eben noch dezenter an der Wand befestigen. Dann erinnern sie fast etwas an Akustikpanels. Und ich habe extra bei Sony nachgefragt, aber leider hat sich an der Verbindungsbox quasi nichts geändert. Man muss sie immer noch mit zwei Kabeln mit dem Fernseher verbinden, also falls man Sonys Center-Sync-Funktion nutzen möchte. Und das Display ist weiterhin eher unnütz. Aber es gibt zwei Neuerungen, die man nicht direkt sieht. Der Klang dürfte etwas besser sein, weil auch mehr Treiber zum Einsatz kommen. Und die Lautsprechereinheiten haben jetzt eine duale Verbindung zur Box und sollten somit viel besser die Verbindung behalten können. Zu guter Letzt gab es noch einen neuen Nackenlautsprecher, auf den ich jetzt aber nicht näher eingehen werde. Mehr darüber und auch noch über ein paar Details könnt ihr auf hifi.de nachlesen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, was ist eure Meinung zum neuen oder besser gesagt aktuellen Sony-Lineup? Vor allem, was haltet ihr von dem Standfußkonzept für die passenden Soundbars? Teilt eure Meinung in den Kommentaren. Wir freuen uns wirklich auf den Austausch. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch das komplette Panasonic-Lineup dieses Jahr. Um die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, könnt ihr ja mal einen Blick in eins dieser Videos werfen.